Alter, kommen jetzt Zombies durch die. Nein, Skelette kommen durch die Wände. Was ist jetzt passiert, Alter? Skelett durch die Fenster. Ja! Es Nee. kommen mehr, es kommen immer mehr. Ich meine, was ist jetzt passiert? Es kommen wirklich gerade Skelette durch die. Alter, nee, ich bin verloren. Ich habe jetzt gerade nur mit Schrotflinte. Ich bin sowas von verloren. Ich wollte eigentlich jetzt hier, ich erkläre es dir mal, weil du es nicht sehen kannst. Ich sehe gerade einen Zaun, wo lauter Zombies dran rütteln. Also wirklich sehr viele. Ich kann sie nicht sehen, es sind zu viele. Und ich Okay. wollte eigentlich so etwas wie C4 davor legen und zünden. Ich muss aber drauf schießen, sonst geht's nicht. Kein Fernzünder, ist eigentlich nur eine Stange Dynamit. Und als ich hingelegt habe, sind an der Wand, links an der Wand, seltsame Symbole erschienen und daraus sind Skelette gespawnt. Gleichzeitig sind rechts irgendwie einfach noch mehr Zombies herausgekrochen. So, jetzt sind alle tot und ich werde mal kurzerhand die Meute ausrotten. 19 Kills für 1. 19 und es ist ruhig. 19 Kills für 1, es ist ruhig. Also das Spiel, ich mag, das musst du unbedingt kaufen und Koop mit mir zocken. Mach ich. Unbedingt. Scheißegal, ob wir das gar nicht nochmal spielen, müssen einfach so die besten Szenen, da können wir rausschneiden. Aber Dann macht man das. das müssen wir einfach spielen. Das ist so ein Highlight. Hat das auch so einen Survival-Mode oder nur einen Ich reinen? glaube, Oder? es hat einen Survival-Mode. Ich glaube, es hat einen Survival-Mode. Es gibt so eine Punktzahl, so einen Punktrang. Aber ich weiß nicht hundertprozentig. Ich kann es nicht versprechen. Kannst du mal nachschauen? Kann ich. Warte, ich habe hier Sprengsätze. Bitte, ich kann die nehmen und werfen. Nee. Falls ja, dann wisst ihr, was wir als Koop-LP machen. Also LPT. Nächstes Koop-LPT. Oder übernächstes, je nachdem. Ja, komm, dann schenkst du mir das Spiel, weil ich habe Wie dir Warzy spät geschenkt. ist es? Es ist jetzt 20 nach. Zeit, ich meine, wie Komm, lange haben wir mach mal noch? bis. Ja, Wie es lange ist haben wir 20 noch? nach 11. Ich habe kein. Ja, Also, ich weiß nicht, wann wir auf. Ich habe gar kein sprich, Zeitgefühl, wir weil ich haben hier wirklich auf die schon Zombies hämmere. 35 Minuten. 35, ja Mist, okay, machen wir noch 10 Minuten, oder? Komm, mach, ja, Das sind drei mach mal bis Parts. Aber halb. ich muss wirklich. Ich muss. Genau, bis halb machen wir Ja, noch und bis danach. halb. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Und ich Ich muss meine schlafen. natürlich schlafen gehen. Ja, ich Ich werde muss dafür noch auch ein paar Herzen durchbohren. schlafen gehen. Das heißt, Codewort schlafen gehen ist Codewort für Anime schauen. Wisst ihr, wir gehen so pünktlich wie Gronkh ins Bett. Unbedingt. Er ist ja fast 12, nee, er ist jetzt sicher fast 13. Mir tut aber der Herr ein bisschen leid. Schon. Der Herr Gregor. Wieso? Erzähl. Der trinkt ja schon Husten, der kann ja schon Hustensaft zippeln. So viel. Ja, das ist schon schlimm. Ja, nur damit er Let's Plays aufnehmen kann. Schau Leute, der trinkt extra grauslichen Hustensaft. Husen, Hustensaft. der trinkt Hustensaft, das glaubt ihr kaum. Dann weißt du, Russensaft. Ja, Russensaft. Er ist, glaube ich, auch Nichts gegen Russe, Russen oder? Er übrigens. ist, glaube ich, Russe. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Kann aber gut sein, weil ich glaube, bei Singularity hat er Russisch mal verstanden. Ich glaube ich Oder auch. jetzt Er hat auch einfach aus mal bei anderen Langeweile Spielen, auch gelernt. bei anderen Spielen hat er mal Ja, hier ich. russische Ja, ja Spiele genau, von gehabt. wegen. Der Sarac hat das auch angesprochen. Von wegen beim Livestream. Hat er gemeint, der Gronkh ist Russe. Warte, warte, das wird. Das hat er wirklich gesagt. Ich glaube, der Gronkh ist Ja, ich Russe. habe gerade einen episch geilen Kill hingelegt. Ah, nee, ich habe gerade. Es hat gerade ausgesehen, als wäre die Kugel in der Luft schweben geblieben und hätte dann den nächsten kommenden Skelett mit in den Tod gerissen. Lol. Der natürlich durch eine Kugel in seine Einzelteile zersplittet ist, aber das ist was anderes. Komm, Oberschenkel. Ich habe gerade ein Skelett in den Oberschenkel geschossen. Scheiß doch auf Arrow in der Knee, Bullet in der Knee. Unbedingt. So, der geht noch down. Warte. Ich Ach wette, nee, schade. den statt Arrow in der Knee, Bullet in der Knee hat wahrscheinlich auch schon sehr viele Ja, Leute da, auf wie dem viele Shop. Leute das schon benutzt haben, das ist schon ausgelutscht. So ausgelutscht wie YOLO. Ich hasse YOLO. YOLO ist. Vielleicht am Anfang war es noch lustig, aber mit der Zeit geht's halt mal auf den Sack. Auch diesen Harlem Shake, der dann die ganze Zeit im Hintergrund Du läuft. da Harlem. Ja, vielleicht die ersten zwei waren noch lustig und danach ging es nur noch langweilig.
Ja, wenn es jeder macht, dann ist ja, es eben, natürlich irgendwann nervig. Das ist gleich mit Gangnam Style. Ja, das Original ist gut, die ersten Parodien, die mit viel Qualität und Arbeit drinstecken, sind ja auch noch super, aber danach, wenn das wirklich jeder Arsch macht und Millionen Klicks geschenkt kriegt, ist das so Wahnsinn. Mm, ich habe gerade eine 3 in einem Schuss Kill hingelegt. Warte, 3 in einem Schuss Kill, das klingt... Ein Schuss, 3 Kills, alle in einer Reihenfolge. Mist! Zu viele. Also das Spiel ist schön, einfach, ich mag das Spiel richtig, ich kann es gar nicht genug betonen, ich sehe gerade, wie Herzen auseinandergerissen werden. Apropos weiteres Spiel, was mir jetzt gerade einfällt im Kopf, was Zombies beinhaltet, King Arthur's Gold. Kenne ich nicht. Das ist eine Mischung, das ist so ein, von einer Person entwickelt, also ich glaube, eine Person entwickelt dieses Spiel, weil der hat da schon so, nach seiner Geschichte zufolge, schon so das Kind diesen Traum gehabt, so ein Spiel zu machen, hat schon in der Schule so mit Papier das gemacht, so gezeichnet, ne, so eine Strategie im Mittelalter, ja. Okay. Wo man einfach so Burgen aufbauen konnte und dann dies gegnerische niederstürmen musste. Und genau das ist das Prinzip. Ja, ist ein geiles Prinzip. Hast du also, drei Klassen? Ja. Ritter, Bogenschütze und Bauer. Okay. Also Bauer, jetzt nicht der Bauer, der Ackerbau, sondern der Bürgerbau, Burgbau, bla. Burgbau, ja, Burgbau. Man kann halt switchen zwischen allen möglichen und so weiter und so fort. Das Ganze beinhaltet auch noch einen Zombie-Fortress-Mode, wo es darum geht, eine zombiesichere Festung zu bauen. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Ja, ist in 2D-Pick, 8-Bit Pixel-Grafik. Ja, Design. Heutzutage ist das modern. Irgendwie schon seit Minecraft schon. Ja, generell irgendwie 8-Pixel-Grafik ist schon ziemlich hardcore, also muss ich schon sagen, ich meine, was ich aber ein bisschen, okay, Entschuldigung, apropos, dass ich jetzt da jetzt vom Thema abkomme, das muss ich auch mal angesprochen haben wegen Minecraft. Es wurden 500.000 Dollar bezahlt, nur dafür, dass die Leute Notchs Bart abrasieren. Ja, stimmt, da habe ich auch gehört. Das habe ich auch gehört. Ich habe es auch gehört. Stimmt, ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gehört, aber ich habe nicht gesehen. Haben sie den Bart abrasiert? Ich weiß nicht. Sie haben ihn abrasiert. Jetzt echt? Ja. Geil. Komplett. Alter. Und der verdient jetzt einfach 500 Dollar für das, dass er ein gratis Friseurbesuch. 500.000. 500, ja, eben 500.000 für gratis Friseurbesuch. Ja, da gehe ich auch gleich zum Coiffeur und melde mich an. Ja, nee. Das mache ich auch. Ich lasse mir so ein paar Tags mit Gronkh und danach macht man es. Schneidest ihn ab, klebst ihn zusammen und verkaufst ihn bei eBay. Genau. Sagst einfach, dass es Gronkhs Bart. Das muss ich auch mal gesagt haben. Es wurde auch mal Scheiße von Michael Jackson verkauft. Ja, das ist die Scheiße wieder. Ja, wirklich. Ich kann es mir gut vorstellen, ganz ehrlich. Also wirklich, dass Wissenschaftler das kaufen, um ihn zu klonen, das wäre logisch, wenn das ginge wegen der DNA, aber... Alter, was ist denn jetzt und los? Ben. Boah, das wird so einen geilen Kill geben, Wenn das funktioniert, das wird wieder so ein Multikill hinzielen, der einfach... Dann schau, was man 15 für einen. Checkpoint, oder sprich Safe. Ja, ich beeile mich, ich habe noch 4 Minuten. Aber jo. ich habe gerade 15, ich habe die ganze Welle mit einem Schuss ausgelöscht von dem hier. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren. Und hier ist der Checkpoint, wenn man vom Teufel spricht. Nee, ist nicht mehr so weit von der Safe Zone. Ich bin jetzt wirklich gerade bei der Safe Zone. Muss jetzt da stehen, nächstes Missionsziel zu der Kathedrale. Das machen wir beim nächsten Mal, denn hier warte ich. Checkpoint. Jetzt ist gekommen, groß und schwarz und rot. Checkpoint. Gut, also das war's heute. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Ich werde aber noch, wie für den Abschluss, werde ich einfach noch einen schönen, sauberen Headshot hinlegen. Genau. Muss aber auch schön und sauber sein. So, der schönste Headshot des ganzen Tages. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Okay, jetzt kommt jetzt mein Abo-geiles Plangedöns, abonnierte Wilder Gamer LP, Fusseldrache, lenkend an. Alle bei mir in der Kanalbeschreibung und. Nicht alle in der Kanalbeschreibung. Einfach beim Kanal habe ich die verlinkt als Kanalpartner. Die meisten zumindest. Ich werde jetzt noch die Munition sinnvoll verschwenden. Kann ich eigentlich No-Scope?
Ja, kann ich. Ich kann no-scopen, aber ist ziemlich scheiße zum Zielen. Ich könnte vielleicht versuchen. Boah, es ist so knapp, es ist so knapp. Es ist so sinnlos, was ich hier mache. Okay, wir müssen aufhören, sonst überziehe ich hier und das will ich nicht. Nö, wir haben ja noch 2 Minuten. Soll ich noch die restlichen 70 Kugeln mit Non-Scope verschwenden? Ja, kannst du machen. Ich habe ihn erwischt. Ich kann übrigens dabei noch eine Sache ansprechen. Es gibt eine Crysis 2 Mod, die nennt sich Death Matter. Mhm. Und diese Mod wird nur von einer Person entwickelt. Von einer Person. Okay. Und es ist einfach, dass du Crysis 2 nur halt mit Zombies. Finde ich gut. Ich werf noch mal eine Granate, weil es mir so schön ist. Wir haben hier noch Zeit. Also, ja, aber jetzt mache ich hier Schluss, sonst die Zuschauer langweilen sich schon seit den letzten 3 Folgen. Ja, Entschuldigung, ich muss doch eine Sache. Ich möchte es jetzt noch fertig erzählen. Okay, erzähl. Also Death Matter, der Typ arbeitet ganz allein ein Jahr lang an dieser Mod. Hat eine Map entwickelt, hat Charaktermodelle entwickelt und hat auch ein System geskriptet und programmiert mit Durst und Hunger. Und ja. Und was ist das für ein Spiel? Sagen. Ich verstehe immer noch nicht das Spiel, du hast nur gesagt Crysis Mod. Ja, es ist ein Crysis 2 Mod, Death Matter. Okay. Kann man das schon irgendwo runterladen? Weißt du das vielleicht? Ja, es gibt schon längst. Wenn du Crysis 2 hast am Rechner, dann kannst du eben nicht spielen. Habe ich eben nicht. Aber hier noch einen letzten sauberen Kill durch. Ja, der ist akzeptabel. Wird aber wahrscheinlich eine Single. Wir müssen ja noch 20 Sekunden. Okay, wir hören auf hier. Schlussende aus. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Jetzt lass mich noch mal ein paar abschieben. Ja, jetzt komm, beeil dich. Du hast doch 10 Sekunden. Ciao, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Und das heißt jetzt Headshot. Nee, jetzt ist schon vorbei, Headshot. Okay, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Let's play Sniper Elite Zombie Army.